schon angenehme Temperatur eigentlich hier, ja? Ja. Ja, also weil wir dann ziemlich hoch sind hier oben auf dem Berg, so okay. Circa 1500 Meter ja, über Meeresspiegel. Zerstört, ja, die Häuser früher, ja, sind wieder aufgebaut worden. Ja, dieser Äcker ist am schlimmsten auch, ja, sehr schwer betroffen. Ja. Ja, so alles neu. Das hat man doch bestimmt auch mitbekommen in Europa. Ja, ja, nicht, ja? 2018. Bambuswald, ja. Wird nicht mehr aus Stein jetzt gebaut, also nur aus Holz, ja. Die Häuser größtenteils, ja, weil die dann Angst davor haben, dass es irgendwie mal starke Beben gibt. Aber die Experten sagten, so große Beben gibt es nur alle 50 Jahre, haben die Experten gesagt. Ja, das weiß ich noch auch früher zu meiner Kindheit, ja eben war vielleicht in den 70er Jahren, ja. In den 70er Jahren habe ich auch gesehen, also habe auch schon miterlebt, ja, war auch schon ein starkes Beben. Habe ich gesehen, wie das Dach des Hauses irgendwie mal gewackelt hat, ja. Und war stark, ja, starke Beben. Ich habe hier meine Schwester gesehen, die hat geschrien und geweint. Ja, das macht schon Angst. Ja, doch, ja, schon. Man hat Angst, ja. Habt ihr sowas erlebt hier? Erdbeben? Ja, schon, aber eher leicht. Das sind ganz leichte. Nicht vergleichbar mit solchen großen Beben. Okay. Da wackeln die Tassen im Schrank. Ah, ja. Ansonsten nicht. Ich dachte, in Europa gibt es sowas nicht, oder? Ja, es ist vielleicht in Italien, wo Italien sind. Ja. Etna, Vesuv. Oh ja. Da kommt es manchmal vor, aber auch nur zur Zentrale, also nicht in ganz Europa. Aha. Wobei es in Deutschland auch eine Vulkanecke gibt, die Eifel. Eifel. Oh ja. Es ist ein Land, ein Land in Deutschland, aber es ist alles. Wie sagt man, ausgestorben, also es ist, die Vulkane sind erloschen. Erloschen, ne? Ja. Dieser Ausflug wird
ziemlich viel gebucht, ja? Also die Wanderung, ja, also das ist ja schon ein wunderschönes Erlebnis, auch dass man bis das Land ein bisschen wandert, kein Hektik, einfach mal so die Landschaft auch genießen, ja, das Kombination Reisfelder und Regenwald, ja. Schwere Arbeit, nicht? Ja. Alles mit Hand. Mit Hand, ja. Ja. Die ganze Zeit schon bücken. Tut auch den Rücken manchmal auch weh. In der Panama gab es keine Häuser hier, jetzt sind schon welche da. Zum ersten Mal auch wieder da nach der Pandemie. Ah, okay. Ja, da ist der Kollege da. Okay. Der ist der Begleiter. Ja. Und wir treffen uns dann später oben am Wasserfall. Ja. Wir steigen hier aus. Ja. Okay. Was sollen wir mitnehmen? Da gibt es ja Wasser vielleicht. Ja, da haben wir Wasser. Könnt ihr mitnehmen. Ja. Und ja, muss lange Hose jetzt auf der Tour sein? Ja, ja, also durch die Sträucher vielleicht dann, dass nicht das irgendwie euch dann irgendwie verletzt wird. Ja. Okay, dann müsste ich, dann ziehe ich noch schnell andere Hose an. Ja. Gut. Morning. Morning. How are you? Ja, das ist fein. Nur Englisch leider. Na, ja. Gar kein Problem. aber ihr redet auch ein bisschen. Ein bisschen Englisch rede ich, ja. Ja. Buka aja ada anu di sana. Handuk ya. Enggak bisa dibuka? Dia mau pakai ganti celana dulu. Celana panjang.
Badesache braucht man ein Cap, oder? Ich glaube nicht, oder? Nein, bisa di bawah kan ini atau terlalu besar atau nanti saya tunggu di anu saya tunggu di waterfall di hello aja bisa di bawah. Nah ini bawa aja semua ini kan ada makanan juga mungkin bisa dibawa buat camilan. Misal ada pisang, ada pisang nih, ada makanan apem gitu ya, kasih buat ini masuk was mitnehmen soll. Ini air minum tinggal buat Sida aja, berarti ini dia saya suruh bawa punya dia. Air banyak. Oh, jadi bisa minum langsung ya? Air banyak berjalan datang. Tadinya sih kalau memang tidak bisa dibawa, biar saya bawa kan. Tidak bisa. Ist es nicht so schwer. Er nimmt auch die Tücher hier mit, ja? Ja. Also. Sollen wir Badesachen mitnehmen? Ja, wenn ihr baden wollt, ja. Das wäre schön, ja. Okay. Dann nehmen wir es mit. Ich trage es, das ist kein Problem. Du wolltest die kurze Hose, brauchst du schon mit. Pack's mal ein. Die ist ja nicht schwer. Ich trinke. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber. Ich weiß es ja nicht. So. Habt ihr das Wasser eingepackt? Ja. Ja. Da haben wir auch noch extra. Da gibt es auch schon ein bisschen Banane und was ein bisschen Kuchen drin. Soll ich noch was tragen? Ja, nein, das nicht. Also kann alles dann seine. Ja, ich mache mit ihm schon seit Jahren, ja. Also ein netter Mann, der heißt Jati. Ja. Jati, Manu und Frank, ja. Manu. Ja. Manchmal ist er auch schon ein bisschen scheu. Ja, aber. Er ist ein netter Mann, ne? Okay. Also wir sehen uns oben. Ja? Manu, hallo. Ja, viel Spaß, wir sehen uns oben. Also wir werden zusammen auch nochmal laufen zu den Wasserfällen. Ja, okay. Also nur, ich muss einfach, ich laufe auch gerne eigentlich mit, ja, aber ich muss das Auto hoch. Ja, okay. Sonst müssen wir wieder zurücklaufen. Ja, also wir sehen uns dann dort oben. Ja, bis später. Okay. Tschüss. Ja, tschüss.